Ich wollte noch mal ein Video machen zu dieser Unterscheidungsaufgabe bei Geruch. So. Und zwar, guck mal hier ein bisschen. Leg dich mal hin. Also, es ist jetzt so, ich möchte gerne, dass die Pepper diese Münze sucht. Jetzt ist es so, ich gebe dir die auch gar nicht vor, dass ihr die nicht anschmaddern kann. Ich habe die jetzt hier in dieses Glas reingetan. So, jetzt habe ich ja das Stadium, dass ich erstmal mit einem Gegenstand übe. Okay. Ich brauche so ein bisschen Dauer, dass der Hund so ein bisschen da dran bleibt, um nachher die Entscheidung treffen zu können, ob der Hund das denn gefunden hat. Also wenn ich nur ein Stupsen habe, dann ablegen, habe ich das Problem, dass ich nicht entscheiden kann, wann der Hund denn das hier gefunden hat. Jetzt ist die, kann die das natürlich hier auch visuell sehen, ob die das nachher wahrnimmt, wenn ich das hier zuhalte, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt registriert, dass da was drin ist, wenn sie die Nase dran hält. Es kann sein, dass sie das momentan nur, ja, dass sie sieht, ich halte ihren Gegenstand hin, verstanden hat, sie soll die Nase da reinhalten und das daran festmacht. Das könnt ihr nicht beeinflussen. Wenn man natürlich etwas für einen sehr ungeübten Hund, muss man auf jeden Fall was Präsenteres nehmen. Deswegen bietet sich sowas wie Tee an oder was wirklich einen Unterschied macht, ob da Futter oder was anderes drin ist. Also Futter zu suchen ist für den Hund wie ein Locken. Also den Futter suchen zu lassen, das wird nicht heißen, dass der dann eine Münze findet. Weil eine Münze für den Hund ja uninteressant bisher ist. Das heißt, man muss dann diesen Pepper ablegen, den Geruch Münze ja erstmal interessant machen. Und das ist dann erstmal über eine Konditionierung. Also Futter muss ich ja nicht konditionieren. Ne? Futter sucht der Hund auch so, weil Futter natürlich spannend ist für den Hund. Also einen primären Verstärker suchen zu lassen, ist was vollkommen anderes als etwas, was für den Hund sonst keinen Wert hatte. Also eine Geldmünze hat ja für den Hund keinen Wert. So. Okay. So, jetzt kommen wir zur Unterscheidung. Dafür nehme ich ein Glas, was sich jetzt natürlich für uns jetzt auch visuell unterscheidet. Ob der Hund das wahrnimmt, dass da in dem einen Gegenstand drin ist oder nicht, wisst ihr nicht. Ich hoffe jetzt erstmal, versuche dem Hund klarzumachen, dass es um den Geruch der Münze geht. Nachher packt das ja auch hier rein, dann sieht sie das auch nicht mehr so. Und tatsächlich hat meine Erfahrung gezeigt, dass der Pepper es hilft, wenn ich die beiden Sachen relativ nah zusammen hier hinhalte. Wenn ich so mache, ist das Wechseln zwischen den Gläsern für den Hund mit viel größerem Aufwand verbunden, als wenn ich die recht nah zusammenhalte und da dann gucke, dass sie an dem richtigen Feedback kriegt. Ja? Ich schon auf. So ist es. Okay. Yep. Mega gemacht. Mega gemacht. So, jetzt wechsle ich die beiden mal, schicke die Pepper nochmal weg. Yep. Super gemacht. Jetzt mache ich mal dieselbe Seite. Nicht richtig, ne? Super gemacht. Da seht ihr, die hat jetzt ganz lange, das ist vielleicht der Nachteil, wenn man schon sehr hohe Dauer hat, dass der Hund unter Umständen lange bei seiner Fehlentscheidung bleibt. Yep. Jetzt hat sie auch nur eine 50-50 Chance. Ich halte jetzt mal ein bisschen auseinander, dass sie ein bisschen mehr wechseln muss. Also wenn ich die jetzt so halte, so weit auseinander, genau, muss der Hund erstmal ein Verständnis dafür entwickeln, dass er zwischen diesen Gegenständen wechseln muss. Und die sind jetzt sehr weit auseinander. Ihr seht auch.
Jetzt hat die Pepper tatsächlich zuerst mal den anderen genommen. Also für Pepper war das einfacher, am Anfang so zu machen. Ne, also näher zusammen. Als wenn ich das so weit auseinander mache. Jetzt versuchen wir das mal mit dem. Das ist dann auch wieder was anderes, wenn ich dann einen anderen Aufbau wähle. Warten. Warten. So. Das ist in der Mitte. So. Pepper. Okay. Sehr gut. Gesehen, hier die Zunge da angestreckt. Das ist natürlich recht gut. Ah. Yep. Ja, jetzt wende ich den mal hier um. Warten. So. Jetzt ist es von ihr gesehen. Genau. Ihr wisst nicht, ob der Hund optisch da reinguckt, ob der sieht. Ich könnte da jetzt noch ein kleines Stückchen Papier mit rein tun, dass das gleich von oben aussieht. Yep. Jawohl. War es ja ein paar Mal in der Mitte richtig. Yep. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe bisher immer das Gefühl, dass die Pepper eine gewisse Präferierung für die rechte Seite von mir aus gesehen hat. Das könnte. Yep. So ist es. Da liegen, dass ich gerne rechts fütter. Ne, wenn von hier aus immer das Futter kommt, könnte es sein, dass diese Seite, ich packe das mal so jetzt hin, das macht für den Hund durchaus einen Unterschied, wenn der yep, so eine Reihe entlang gehen muss, ne, wer ist näher bei euch, welche ist näher beim Futter und so weiter. Yep. Ne, dass die Hunde unter Umständen bestimmte Positionen präferieren. Jetzt ist der näher bei ihr. Das kann durch. Yep. Sehr gut. Sehr gut. Ist immer noch bei ihr. Sehr gut. So, jetzt werden wir mal einen Ablenkungstest machen, indem ich eine Hand mit Futter daneben lege. Und das ist tatsächlich jetzt für den Hund recht schwer, weil da muss er wirklich verstanden haben, dass er über das Anzeigen an sein Futter kommt. Schicke ich es erstmal weg. Yep. Yep. Hab die Idee, dass das für den Hund eine Ablenkung ist, ne? Eine extreme Ablenkung. Warten. Yep. Sehr gut. Warten, warten, warten. So, jetzt steigern wir das nochmal gerade, indem ich da ein Futter offen hinlege. Das kennt die Pepper allerdings auch schon. Jetzt hat sie gebünzelt, weil es Stress ist.
Sehr gut. Also bewusst etwas zu wählen, was kein primärer Verstärker ist, ist eben schon sehr, sehr große Ablenkung. So, das ist jetzt in der Mitte. Jetzt hat sie, ihr seht die Route leider nicht. Hat man wirklich deutlich gesehen, dass sie das gefunden hat, als sie mit der Rute sich gewedelt hat hinten. Jip. Oh, nicht die Münze, aber die ein bisschen gut. Kamera putzt auf. So, dann wird Mutti, bist nicht schnell genug. Ich habe das doch gefunden. Jetzt ist es näher bei mir. Okay. Mitte fällt dir im Moment am schwersten. Jetzt einmal. Okay. Yep. Yep. Sehr gut.